Dvikakudasana ist die Zwei-Buckel-Stellung, eine schöne Übung für die Flexibilität von Knien und Hüftgelenken. Judith zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Bauchlage. In der Bauchlage beuge die Knie und fasse mit den Händen von oben auf die Zehen. Dabei hebe den Kopf etwas hoch, drücke die Zehen nach unten und drücke die Füße entweder zum Gesäß oder wenn du flexibler bist, dann drücke sogar die Füße seitlich neben dem Gesäß nach unten. Halte dabei die Ellbogen hoch und die Zehen nach oben ausgestreckt, beziehungsweise du kannst dabei auch den Kopf oben halten. So hast du die doppelte Buckelstellung zwischen Zehen und Ellbogen, entsteht ein doppelter Buckel, deshalb Dvikakudasana.